Leute, haben die Ehre miteinander. Wir sind wieder an unsere Wasserfälle. Es hat ein bisschen das Wasser nachlassen, wie ihr seht. Jetzt hat man schon ein bisschen was reißen können. Brauchen nicht viel verzeihen. Bulli, Tu, Moa mit zwei neuen Fusion Pros drin. Hinten einen, vorne einen 50 Kilo Sabex Monster. Und dann 650er 3S Akku. Mehr gibt es nicht zum Sagen. Ja, dann packen wir es gleich. So, da der Leute. Schauen wir mal, was er so reißt. Trainiert habe ich mit der Karre überhaupt nicht, gell? Also müssen wir jeden Fahrfehler verzeihen. Ich hör's nicht einmal, so leise sind diese Motoren. Ich glaube, da ist Wasser überall. Jawohl, dann bis gleich. So, unser Crackerle. Ganz easy. Sehr schön. So, oderla. Da kann ich jetzt gar nichts versprechen, gell? Seht ihr, da sind uns die ganzen Kanten weggebrochen. Die haben wir aber furchtbar gebraucht. Schauen wir mal, ob das mit Dick irgendwie trotzdem fahrbar war. Weil er ist ja doch recht lang, der kann. Ja, er zirkt schon. Leider noch. Das ist schon eine satte Wand da drauf. Da brauchen wir jetzt mal gar nicht drin, gell? Obwohl, mehr Hinterachse. Oh, oh, ein Kutzer. Fast hat man gehabt. So, mehr gemütlich. Komm schon. Nein. Tja, Leute, wie gesagt, die Praxis fehlt. Die fehlt wirklich brutal. Aber man gar kein Gespür für den kann. Und die Motoren haben so viel Power, wenn du nur ein bisschen zuckst, dann ist er weg. Und dann muss man den Daumenling nach Vorderachse, Hinterachse versteuern. Das ist natürlich auch nicht gerade einfach. Wenn man es nicht im Gefühl hat. Jetzt komm schon, kriegt die jeder. Jawohl. Eine Unfahrbare ist doch nicht so unfahrbar. Natürlich ist hier das High-End-Gerät, gell? DraftTech Shocks, High-Clearance Links von weiß ich jetzt nicht, das sind aber die Titanteile. Storhart. Habe ich nachbiegen müssen, weil die Motoren ein bisschen breiter waren. War ganz schön heftig zum Biegen. Jawohl, Respekt! So, dann schauen wir noch unseren lustigen Kamin.
weil ich sonst auch nicht mag. Sollte jetzt da auch kein arges Problem sein. So, haben wir Vorderachse rüber. Komm schon. Schaut nur den Affentaler. Ha? So butterweich zum Fahren. Ohne Schmarrn. Gigantisch. Das macht richtig Laune. Ja, wir sind da unaufhaltbar geworden. Hört ihr irgendwas vom Motor? Das waren sie quasi erst ab und zu der Servo. Schauen wir mal, ob wir uns da durchschlängeln können. Schön. Schön drum bleiben. Sehr gut. So, oh oh. Da hat uns jemand was in den Weg geschmissen. Felssturz oder was? Na, ich sag, wir werden uns jetzt nicht recht jucken. Komm schon. Platz die durch da. Junge. Ein Problem. Oh. So Leute, jetzt geht's weiter. Jetzt war gerade schon der erste Akku durch. Aber der zeigt, nein, jetzt ist er schon wieder durch. Na, jetzt geht's wieder. Hm. Wieder hat er noch einen Wackler. Aber eigentlich kann das nicht sein. Ich muss echt Mühe geben beim Verlöten und alles. Ganz leicht. Ah, haben wir volles. Das hat's gleich gedacht. Oh, passt. Gut, einen Spot machen wir noch. Nämlich, da sind wir schon mal ums Eck rumgekommen. Das war zwar ein bisschen zart, aber damals mit den gefürchteten Motoren war das einer nicht so leicht. Ja, da haben wir jetzt quasi jetzt habe ich gerade drauf und nass, gell?
müssen wir ihn erstmal hinten ein bisschen rumrucken, glaube ich. Jawohl. Nicht zu weit runter. Okay, ist schon vorbei. Dann halt nochmal. Na, wieder zu weit. Halleluja. Ah. So, irgendwo muss ich hacken. Ist ja alles viel schön gegangen. Aber einen probieren wir jetzt noch. Ich hab das schon mal geschafft. Jetzt sind wir wieder da. Bleibt der Magnet. Nee. So. Kann ich jetzt auch nicht helfen. Bleibt beim nächsten Mal wieder, oder? Wir sehen uns. Hoffentlich. Also ein schöner Wetter. Macht das gut. Habe die Ehre.